Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr unter Office 365 ein freigegebenes Postfach anlegen könnt. Zunächst öffnen wir unseren Browser. Dann melden wir uns einmal an, indem wir auf portal.office.com gehen. Dann bin ich in meinem Fall schon angemeldet. Dann gehen wir einmal auf Admin. Je nachdem, mit welchem Benutzer ihr euch anmeldet, habt ihr halt das Office-Paket dabei oder auch nicht. Gehen einmal auf Nicht ändern, dann auf Alle, dann auf Admin Center und dann einmal auf Exchange. Dann lädt er kurz. Dann haben wir die Oberfläche, die eigentlich auf den ersten Blick genauso ist wie beim normalen Exchange-Server. Und dann gehen wir folgendermaßen vor. Wir gehen einmal hier unten auf Freigaben. Dann landen wir hier direkt oder halt auf Empfänger und dann auf Freigaben. Aktuell existiert ein Postfach schon und wir legen jetzt ein neues an. Dann gehen wir nämlich einmal auf Plus. Dann haben wir in dem Fall die Domains, die wir auswählen können. In meinem Fall benutze ich jetzt einfach mal die hier. Nenne ich jetzt einfach Test. Test. Und wir wählen den Benutzer aus, der Vollzugriff bzw. das Postfach eingebunden haben möchte. Dies geht in dem Fall über das Plus. Und in meinem Fall habe ich nur eine einzelne Lizenz mit einem Benutzer. Deswegen würde mir auch nur ein Benutzer anzeigen, und zwar meinen eigenen. Dann klicke ich einmal an, drücke auf OK und drücke eigentlich nur noch auf Speichern. Genau. So, die E-Mail-Adresse ist jetzt angelegt und wird auch in den nächsten Minuten im normalen Outlook auftauchen. Wichtig ist zum Beispiel, wenn ihr Outlook von Mac nutzt, müsst ihr manuell die E-Mail-Adresse des freigegebenen Postfachs hinzufügen. Genauso wie bei Outlook am iPhone. Und wichtig ist, in Apple Mail und auch in, also Apple Mail am iPhone und am Mac funktionieren freigegebene Postfächer nicht. So, dies war's schon gewesen. Bei Fragen unten in den Kommentaren und für einen Daumen hoch würde ich mich auch freuen. Dankeschön!